Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Sky Factory Nummer 3. So, weiter geht's. Letzte Folge haben wir ein bisschen mit den Hühnchen rumgespielt. Hört sich ein bisschen falsch an, aber haben wir gemacht. Jetzt würde ich mal gerne ein bisschen die Linie hier umbauen. Ich würde die gerne automatisieren, dass sie nicht mehr volllaufen kann. Eigentlich relativ easy. Denn da werden wir jetzt einfach Exporter dran kloppen, Importer. Und dann hier auch Exporter dran kloppen. Und dann werden wir da weitermachen, dass wir die Linien im Prinzip vollautomatisch haben. Also heißt, übers System laufen haben. Dafür brauchen wir aber noch eine Storage hier. Für Gravel. Deswegen nehmen wir mal ein bisschen Gravel mit. Und das werden wir doch mal hinpflanzen, da Dingen. Ja, das Teil nicht. Und zwar das Teil. Und dann werden wir mal kurz einen Exporter daran kloppen. Mit ein bisschen Gravel. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Gravel wir im System haben. Und ja, dann werden wir das da umbauen. Dass das über das System läuft. Ich weiß ja nicht, wie viel Gravel ist hier drin. Gar nichts mehr, okay. Sehr schön. Das heißt, das kann ich jetzt dann ein External Storage dran kloppen. Komm her. Mensch. Danke. So. Die Hühnchen, die gackern da fröhlich vor sich her. Natürlich, was auch sonst. So, Gravel ist drin. Jetzt geht es erstmal rund, weil wir müssen natürlich jetzt die Segmills. Ein Kabel brauchen wir erstmal hier drüben. Und zwar müssten wir theoretisch von hier das Kabel darüber legen. Das Problem ist das da. Oder ich lege hier eins rüber. Das geht auch. Das müsste ja der dürfte ja nicht der Boden sein. Das ist nämlich die Decke nur. Genau. So, mal die Slaps da wegknüppeln. So, jetzt muss ich noch kurz gucken. Genau, das kommt. Soul Sand. Das kommt sowieso weg. Die Transfer Pipe. Mit dem Soul Sand machen wir auch anders. So, und zwar bis da. So, wir haben hier natürlich noch Koppelgeneratoren. Die werden wir auch noch upgraden und hinten hinstellen. So, und dann geht's rund. Jetzt brauchen wir erstmal Cable. Haben wir noch 13? Viel zu wenig. Da muss ich auf jeden Fall einmal noch Kabel bauen. So, bis da sind wir schon mal. Weil ich will ein bisschen aufgeräumter machen. Also, so 8 haben wir noch. Da werden wir noch mal welche von bauen. Machen wir mal so ein Stack. Bitte. Genau. So. Da machen wir die Exporter und Importer. Die und die. Da machen wir Kobbel. Kobbel habe ich. Gravel und so ist egal. So. Ich will nämlich die Transfer Pipes eigentlich loswerden, weil ich finde die nicht so geil. Die Dinger.
Ich finde die immer noch, naja. Sind zwar nicht schlecht für den Anfang, weil die relativ billig sind, aber die stocken ziemlich schnell, finde ich. Also. So. Kobbel. 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 Zack. So. Kobbel wird reingepumpt. So, nur überlegen. Die kann weg. Das Ding ist sowieso leer. Das kann auch weg, das Teil. Die Teile können auch gleich alle weg. Das kann auch weg. Flint ist natürlich voll. Aber wir haben einen Chest-Transporter. Dann kommst du mal her. Du stellst dich mal erstmal hier hin, würde ich sagen. Warum nicht? So. Das kann erstmal weg. Sand kann weg. Das kann auch, also die Drawer können weg. Der Upgrades können weg. Das kann weg. So, jetzt brauchen wir Importer. Jetzt kommt die. Der Mist kommt erstmal alles weg hier. Mit den Speed-Upgrades. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Da kommen die Importer dran. So. So. Sieht zwar ein bisschen strange aus jetzt, aber... Ich hätte das vielleicht von unten kommen lassen sollen, na egal. Egal. So, dann kommen hier die Exporter wieder dran. Und zwar mit Gravel. Den ich jetzt gerade natürlich mal wieder nicht habe. Gravel. So, da kommt dann Gravel, wie gesagt. Und Gravel. Richtig, so. Dasselbe da oben. Geht damit, kann ich mit dem. Ja, mit dem Wünsch kann ich ja gar nicht abbauen, siehst du? Da kommt hier auch Gravel. Und Gravel. So, und im Prinzip brauche ich zum Glück nur noch eine Leitung dann. Und fertig. Ups, jetzt habe ich den gefüttert. Wollte ich gar nicht. Egal. So, jetzt haben wir Gravel komplett automatisiert. Das heißt, alles, was dann jetzt da rauskommt, wird über das System geleitet. Ganz einfache Kiste. Das kann weg. Das ganze Gemüse hier. Kann das erstmal zu, so. So. Haben wir das. Dasselbe könnte ich hier machen mit Sand. Mit Soul Sand im Prinzip. Könnte ich es auch machen. Will ich Soul Sand noch weiter siften? Das ist doch die Frage. Aber erstmal haben wir das. Das ist ein Interface, ne? Ja. Sehr schön. Jetzt
Das haben wir dann über ein ME-System, über das System gepuffert erstmal. Das ist nämlich viel besser erstmal. Ich frage mich gerade, wo war das hier draußen? Ah. Hier ist es. So, jetzt ein bisschen strange, aber egal. So. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Wir sind eigentlich unser 3700 Quarz haben wir, also. Da haben wir, glaube ich, erstmal genug. Das wollte ich nämlich auf jeden Fall machen, dass das jetzt umgebaut ist, dass das, wie gesagt, über das ME-System gepuffert wird. So hat man auf jeden Fall immer Gravel da. Denn Gravel füllt sich natürlich dadurch, weil die Segments jetzt durchgehend laufen. Weil auch die Flint und der Flint und so abgepumpt wird. War vorher halt nicht so der Fall. So. Da werden wir uns jetzt, glaube ich, darum kümmern, diesen Resource Miner zu bauen. Den hatten wir, glaube ich, alle Teile für schon vorgefertigt. Genau, da hatten wir nämlich die 32 Teile, die 3 Laser Cores, die Machine Bases. Ne, Modifier Core fehlen, oder? Moment. Resource Miner. Genau, 4 Modifier Cores brauchen wir noch und eine Clear Lens. At Environmental, da brauchen wir noch 4 Modifier Cores. So. 4 Stück, bitte. Und dann brauchen wir noch die Clear Lens erstmal. So, dann haben wir die 4 Modifier Cores. Da brauchen wir noch eine Clear Lens. Und gib ihn. Das weitere, was brauchen wir noch? Ah, den Assembler brauchen wir noch. Den Assembler. Da brauchen wir noch ein Structure Block und Obsidian, okay. Da kriegen wir hin. Die Lens ist auch fertig. Dann brauchen wir noch einen von denen. Und ein bisschen Obsidian. Und dann haben wir es. Dann haben wir den Assembler auch. Und dann können wir das Ding eigentlich aufbauen. Ne, den Core brauchen wir noch. Haben wir den Core noch nicht? Ach, den Controller haben wir noch gar nicht. Fällt mir gerade so ein. Und zwar brauchen wir den da. Stimmt. Ups. Den brauchen wir auch noch. Haben wir Goldblöcke schon als Rezept? Jolt. Ja, nee, haben wir nicht. Okay. Dann einmal Goldblöcke bitte als Rezept. Haben wir. Haben wir. Enst. Haben wir. Scheiße, wir haben kein. Das können wir mal machen. Sehr gut. Endstone, das haben wir. Netherwecker. So, Mossstone haben wir auch nicht. Moment, das kriegen wir auch hin. So, jetzt haben wir auch Mossstone. Netherweg sollten wir haben. Ein paar. Hoffe ich. Ne, haben wir nicht. Klar, warum auch? Warum sollten wir auch Netherweg haben? Wir haben keinen Crafter mehr, ne? Oh, uncool. Netherrack. Wie macht man denn Netherrack? Mit Nether Essence. Na, ja, oder Lava, klar. Oder so Resource Miner. Dann. Aber wir brauchen noch Crafter. Ich würde sagen, wieder 3 Stück. Das heißt, wir brauchen erstmal Netherrack.
Also Bukett mit Lava direkt schon, wäre cool. Und Redstone. Ich glaube, zwei sollten erstmal reichen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt insgesamt brauchen. Ja, blöd ist natürlich. Ah, da. Zack. Redstone. Zack. Redstone. Und zwei Netherrack haben wir. Zack. 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 Und fertig. Crafter. Wie sehen das aus? Einer ist fertig. Die anderen beiden sind noch in Mache. Achso, die Basic-Prozessoren sind noch in Mache. So, haben wir noch Obsidian überhaupt? Haben wir Obsidian noch? Ja, haben wir. Sehr gut. Wir haben aber Obsidian Essenz. Ich sollte die Craft auch mitnehmen, wenn ich sie schon gebaut habe, ne? Also, wäre auf jeden Fall zu empfehlen, das zu machen. Ja. So. So, sollte das schon mal sein. Da brauchen wir jetzt noch von dem T2-Datei. Nämlich das hier. Da brauchen wir noch Dia-Blöcke als Rezept. Dia sollten aber eigentlich kein Problem sein. Den Rest haben wir alles. Eigentlich als Rezept. So, dann werden wir davon mal einen im Auftrag geben. Und dann werden wir uns mal schön den T2 gönnen. Direkt. Weil T2 weniger Strom braucht. Weil wir werden ein Problem mit Strom kriegen, höchstwahrscheinlich. So, dann brauchst du drei? Ach ja, klar, brauchst du drei im Haar. Habe ich die? Ne, habe ich nicht. Ich gebe mir mal einen Eimer. Stimmt. Du brauchst ja drei. Entschuldigung. Ich vergaß. So. Du brauchst ja drei Stück davon, von dem ersten. Au. Au. So, jetzt können wir starten. Und jetzt geht's rund. Der muss natürlich jetzt einen Arsch voll von dem Clear Glass machen, aber gut, das kriegt er hin, denke ich mal. In der Zeit können wir eigentlich mal wieder nach unseren Chickens gucken. Gucken, was da so rund geht. Wir müssen ja sowieso hier noch ein bisschen züchten. Ich weiß nur mehr, wo wir waren. Nether Quartz Chicken. Haben wir da. Da ist noch ein Eisen Chicken drin. Okay, also Nether Quartz Chicken haben wir noch nicht gepaart wieder. Dann machen wir das doch mal. Weg mit dir. Komm her, du. Gehst du hier rein? Leder? Sollte eigentlich 10, 10, 10 jetzt werden, genau. Da kommen wir nämlich mit 10, 10, 10 wieder. Mit Leder. Dann haben wir die nächsten nämlich dann hier drin sitzen. Aha. So, Eisen. Einmal Eisen. Zweimal Eisen. Ich frage mich jetzt gerade, wie kommt da ein Eisenhuhn hin? Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Wie kommt da ein Eisenhuhn hin hier? Dafür musst du leider sterben. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich für dich. So. Flint. Kommt auch mal hier rein so lang. 10, 10, 8. Das heißt, die nächsten müssen auch dann 10, 10, 10 werden. Und die Snowball-Hühnchen können auch.
Sehr schön. Läuft. Haut ab. Gib nichts zu essen. Das heißt, Leder kriegen wir jetzt auch. Im Prinzip unendlich. Ist ja so. So, ist das Ding fertig? Jo. Sehr gut. Haben wir das Ding auch. So, jetzt brauchen wir das Teil noch und Obsidian für den Assembler. Obsidian. Sehr gut, da ist er. So, jetzt brauchen wir natürlich irgendwas, wo wir das hinbauen. Das ist natürlich die Frage. Wohin? Am besten irgendwo, wo Strom ist, ne? Hm. Oder der wird zu teuer sein, ne? Enderman, das geht. Das geht auch eigentlich. Das könnte man tatsächlich machen, die Transceiver. Die Frage wäre, kriegen wir einen Enderman? Vor allem Enderman-Kopf. Zombie-Köpfe sind da drin, aber kein Enderman-Kopf. Haben wir schon einen Enderman-Kopf? Nö. Ungünstig. Ich bin noch überlegen, ob ich einen Dropper bauen soll. Und damit einen Grinder von Draconic. Denn der ist hier drauf, das weiß ich, der Grinder. Da ist er. Ach, der braucht einen Nether Star. Und schon Awakened, das ist klar. Verdammte Axt. Ist hier sonst noch irgendwas drauf? Dark Utilities, Mobfilter. Ja, Mob Smasher. Sharpness, ja. Hm. Tja, oder wir legen einfach Kabel ein. Das ist halt so. Was für Kabel haben wir denn momentan im Angebot hier? Gar keinen zum Craften. Sehr frech. Warum eigentlich nicht? Wir haben die gelegt. 5100 F. Die würden, das würde sogar reichen. Aber da müsste ich tatsächlich hinten hin, ey. Hm. Soll ich die bauen? Energetic Alloy haben wir doch bestimmt als Rezept, oder? Ja. Ach, ist die Folge schon vorbei. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Sky Factory 3. Tschüss, singen.